beneath the screen you will find headphones for the translation. So all of the panel will be translated into German, into English, pardon. And we're gonna have an all German panel now. Gut. An dieser Stelle möchte ich dann auch gleich offiziell beginnen. Sehr geehrte Damen und Herrschaften, es ist mir eine Freude und eine Ehre, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Farid Hafez. Ich bin, wie man hört, nicht von diesem Lande. Bin aus Wien, Universität Salzburg. Bin in doppelter Weise erfreut darüber, dass wir heute diese Konferenz hier haben. Zum einen aus dem Grund, weil wir das erste Mal vor 2 Jahren in etwa gesessen sind, um über diese Konferenz nachzudenken. Und diese Konferenz der dritte Teil einer längeren Reihe einer Veranstaltung ist. 2014 hat an meiner Universität in Salzburg die erste internationale Islamophobie-Konferenz stattgefunden, die dann 2016 in Fribourg in der Schweiz war, und heute sind wir hier in Berlin in Deutschland versammelt und hoffen auch wieder 2020 uns in Österreich zu sehen, für alle, die das Thema weiter interessieren möchte. Damals hatten wir uns auch thematisch sehr wohl überlegt gehabt, und der Rest ist dann übernommen worden von den Kolleginnen, die hier sitzen. Leider ist Jasmin Schomann heute nicht am Podium, und dankenderweise ist die Kollegin Jasmin Karakasholo eingestiegen für Sie. Unerhoffterweise, aber beglückt, hoffentlich. Und wir haben heute im Wesentlichen die drei ausführenden Kräfte, die konzipierenden Personen, die über diese Konferenz im Vorfeld nachgedacht haben und diese Konferenz so gestaltet haben, wie wir sie eben heute und gestern erlebt haben, auf dem Podium. Unsere Idee war, hier auch nochmal etwas mehr eine deutschsprachige Perspektive einzubringen, auf der einen Seite. Wir werden im Folgenden so vorgehen, dass ich 2 konkrete Fragen an jeweils eine der Podiumsdiskussionsteilnehmerinnen stellen werde, und in die dritte Frage, die darf dann von Ihrer Seite kommen. Das heißt, wir werden uns auch im Wesentlichen auf 40 Minuten ungefähr beschränken, damit auch genügend Raum ist für eine größere Debatte mit dem Publikum. Sehr gerne natürlich auch für die US-amerikanischen Kolleginnen und Kollegen und aus Großbritannien. Gut, das letzte Panel, das wir hatten, war sehr stark fokussiert auf eine der zentralen Fragen. Ich würde sagen, ein Champion des dekolonialen Denkens, Kollege Salman Said, hat seine Sicht der Dinge präsentiert im Zusammenhang mit Weißsein als eine der zentralen Fragestellungen, die durch die Islamophobie-Forschung hier auch aufgeworfen wird. Und in diesem Sinne möchte ich da etwas anknüpfen, nicht nahtlos, sondern etwas zurückreisen in der Zeit, und möchte kurz paraphrasieren ein Konzept, das von dem afroamerikanischen Soziologen W.E.B. Du Bois in seinem berühmten Werk The Folks, The Soul of Black Folks präsentiert wurde, wo er von dem doppelten Bewusstsein spricht. Und er meint hier, relativ zu Beginn des Buches, dass dieses doppelte Bewusstsein im Wesentlichen bedeutet, dass der schwarze Mensch, und er spricht hier über die Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner, im Wesentlichen nicht mehr fähig sind, sich selbst durch sich selbst zu sehen, sondern dass die Schwarzen begonnen haben, sich selbst durch die Brille der Weißen zu betrachten. Und dieses Konzept liegt auch zugrunde der Konferenz, die wir hier konzipiert haben, nämlich dahingehend, wenn wir sagen, living with Islamophobia, was meinen wir damit? Sozusagen dieser hegemoniale Diskurs, oder nennen wir es diese weiße Perspektive, die determiniert, wie als muslimisch markierte Personen oder sich selbst als Muslime bezeichnende Personen agieren in diesem Feld und wie sie navigieren durch die Welt. Und dahingehend möchte ich jetzt auch die Frage stellen, weil alle drei Kolleginnen, die hier versammelt sind,
ja auch mit dieser Markierung, von dieser Markierung betroffen sind, auf die eine oder andere Weise, vielleicht auch eine Selbstmarkierung, das werden wir vielleicht herausfinden hier. Gleichzeitig natürlich ist die Angelegenheit hier etwas komplizierter, um vielleicht mit James Baldwin zu sprechen, der sagt in einem seiner Gedichte, es gab nie ein Weiß, es wird nie ein Weiß geben, Weiß ist eine Metapher für Macht. Wir hier ja durchaus drei Personen versammelt haben, die aus einer relativ privilegierteren Position heraus sprechen. Es sind drei Professorinnen, drei Personen, die, wenn sie sprechen, wenn sie schreiben, werden sie gelesen, werden sie gehört. Und es ist etwas anderes, als wenn ich sage, die Gastarbeiterin auf der Straße, die in einer sozioökonomisch marginalisierteren Position sich befindet, wenn sie spricht. Und deswegen ist es natürlich etwas komplexer, wenn wir die Frage nach dem doppelten Bewusstsein stellen und inwiefern dieses doppelte Bewusstsein selbst für die Akteurinnen hier eine Rolle spielt. Das waren die einführenden Worte für die Frage und ich gebe das Mikro an Sie alle, an euch alle. Bitte schön, wer immer auch beginnen möchte. Ja, dann würde ich mich erstmal gerne bedanken bei all den ganz, ganz vielen Personen, die hier nicht sichtbar sind, die auch einige sind genannt worden, weil sie in Kontakt standen mit den Referenten und Referentinnen. Aber es wimmelt hier nur so vor Helfern und Helferinnen allen ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass diese Konferenz so möglich war. Wir stehen im Rampenlicht, aber ohne euch und Sie wäre diese Arbeit hier nicht möglich gewesen. Und ich denke, wir können jetzt schon sagen, dass die Konferenz auf viel Interesse gestoßen ist und ich glaube auch sehr viele wichtige Gedankenanstöße, hoffe ich jedenfalls, gegeben hat. Insofern vielen, vielen Dank an die Security, an das Catering, an die Organisatorinnen, an die Assistenten und Assistentinnen, an die Buchhandlung. Wenn man anfängt aufzuzählen, vergisst man ganz viel, also an all die anderen, die hier mitgewirkt haben. 100 waren es, glaube ich, nicht, aber es geht in diese Richtung. Vielen, vielen Dank an alle und vielen Dank auch an Ferit Hafez, der die Idee, dieses jede zwei Jahre findet, eine Konferenz im deutschsprachigen Raum statt, Österreich, Schweiz, Berlin, der uns hier auch ein bisschen getreten hat und gesagt hat, wie weit seid ihr, habt ihr schon und so weiter, weil wir natürlich alle bis oben hin mit Arbeit zugedeckt sind und wer weiß, was passiert wäre, wenn wir diese Tritte nicht bekommen hätten, Maike, oder? Also von daher auch vielen Dank an dich, lieber Ferit, für dein Treten sozusagen. Ja, zu deiner Frage. Wir haben gerade kurz überlegt, man kann die natürlich sehr privat, sehr persönlich, sehr biografisch beantworten. Man kann aber auch versuchen, oder ich würde gerne versuchen, sie eher als Stellvertreterin für zu beantworten, für viele andere, die ja auch als rassifizierte Professorinnen, um das jetzt mal auf diese zwei Merkmale zu beschränken, unterwegs sind und die vergleichbare Erfahrungen machen. Und was ich schon denke, was eine Erfahrung ist, die ich mit anderen teile, jedenfalls mit Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich darüber spreche, ist zum einen, dass natürlich die Zuordnung changieren kann. Werde ich jetzt gesehen als Vertreterin der weißen Institution? Werde ich gesehen als eine Kritikerin oder widerständige Person, die von innen an der Institution was verändert? Werde ich in meiner Rassifizierung unsichtbar gemacht und nur angesprochen als eine, die schlechte Noten verteilt, die Teilnahme kontrolliert, die in der Machtposition ist? Also auch das ist ja eine Folge dessen. Werde ich solidarisch angefragt, guck mal, das ist da und da passiert, kannst du mich nicht unterstützen? Also es hat sehr viele unterschiedliche Facetten, die, denke ich, sowohl was die Inhalte anbelangt an der Hochschule, in der Lehre, in der Forschung, als auch was die Zusammenarbeit anbelangt, sowohl mit anderen KollegInnen of Color, seien es ProfessorInnen oder Lehrbeauftragte oder wissenschaftliche MitarbeiterInnen, sei es in der Arbeit mit den Studierenden,
Selbst in der Arbeit mit den anderen Angestellten an der Hochschule spielt es natürlich eine Rolle. Und interessant ist eben in dem Zusammenhang auch, dass wir ja jeden Tag die Hochschule betreten und dort, also zumindest wir beiden Grauen hier auch erkannt werden, du wahrscheinlich auch schon qua Alter, als Nicht-Studentin und dann sofort in einer anderen Position sind und dann aber in die U-Bahn steigen und sofort wieder unsichtbar werden in dieser Position und wieder genauso wie alle anderen auch behandelt werden. Was ich allerdings schon auch sehr bemerkenswert fand, ist, dass ich habe schon lange zum Rassismus und auch zum antimuslimischen Rassismus gearbeitet, bevor ich an die Hochschule gegangen bin oder als ich noch nicht den Titel hatte, so, also ich war Lehrbeauftragte, aber eben noch ohne Titel. Und dass zwischen meinem letzten Vortrag ohne Titel und meinem ersten mit Titel nicht viel Zeit lag. Und das hat einen riesigen Unterschied gemacht. Ich habe das Gleiche gesagt. Und das, was vorher als du übertreibst, das stimmt doch gar nicht, du siehst nur die negativen Seiten und so weiter wahrgenommen, es stieß plötzlich auf nachdenkliche Gesichter, ach ja, tatsächlich. Und das macht der Titel schon aus. Und ich denke, das ist etwas, was wir nutzen können, nutzen müssen und das tun wir ja auch. Darf ich gleich übernehmen? Ich will noch ein bisschen Wasser in diesen Wein gießen sozusagen. Es gibt Räume, die sind privilegiert gesellschaftlich, in denen sind wir privilegiert und man kann uns sozusagen relativ zu anderen als privilegiert, so wie das eben auch dargestellt wurde, sehen. Und dann sind wir in den eigenen Räumen, also den Räumen, zu denen wir ein qua Zertifikat, qua Titel Zugang bekommen haben, den nicht jeder hat. Und in diesen Räumen gibt es dann wieder eine relative Privilegierung bzw. Deprivilegierung. Und das ist eine interessante Erfahrung, die man machen kann, wenn man zum Beispiel, und das kann ich aus meiner Erfahrung aus der Hochschulleitung der Uni Bremen berichten, sich mal hineintraut, oder was heißt traut, wenn man einfach hineingeht in einen Kontext, in dem zum Beispiel Themen wie Rassismus, wie gerne eher unter dem Begriff des Diversity Mainstreaming oder der Diversity Arbeitens, der Diversity Öffnung einer Universität zwar angesprochen werden, aber sobald das Thema auf Rassismus und in nochmal wieder spezifisch dann antimuslimischen Rassismus kommt, sind da auch die Ohren und Türen eher geschlossen oder geschlossener. Und dann ist dann erstaunlich, dass denn die Position als solches nicht eben ausreicht, um auf Augenhöhe zu sprechen, sondern da kann man sehr schnell zur Repräsentantin einer Gruppe werden und nicht mehr zur Expertin für dieses Thema oder als Expertin für dieses Thema gesehen werden. Und das gilt für uns drei, ja, die wir in dem nicht nur an der Universität Professorin sind, sondern auch in sozial-kulturwissenschaftlichen, ich bin im Lehramt unterwegs, pädagogischen Kontexten unterwegs sind, dass quasi in den Körper eingeschrieben wird, einerseits die Repräsentantin für eine bestimmte Gruppe der Gesellschaft, die man meint, ausmachen zu können, hier die Muslime zu sein und gleichzeitig auch die Repräsentantin qua Biografie für ein Thema, deswegen auch immer emotional betroffen und deswegen eigentlich immer in dem Ruch sozusagen, dass was da gesagt wird, gar nicht aus der Perspektive der Wissenschaftsgetriebenheit zu formulieren, sondern aus der eigenen Betroffenheit heraus, was per se im universitären Kontext dann als nicht legitim auch formuliert wird. Von daher glaube ich, es gibt privilegierte Räume, es gibt weniger privilegierte Räume. Wir haben mehr Möglichkeiten, dass unsere Stimmen gehört werden in bestimmten Kontexten, aber in anderen wird es zunehmend, ich finde, ich auch immer schwieriger, denn Wissenschaft an sich ist nicht etwas, was einen davor, was einem die Möglichkeit gibt, die Zuweisung von dem Wissenschaftsmerkmal in der Öffentlichkeit gehört zu werden. Ich habe das Gefühl, dass das derzeit sogar eher ein Merkmal ist, was anrüchig ist und eher andere Stimmen gehört werden, die sehr viel stärker auf plakative Äußerungen aus sind und meinen, das Gefühl und die Emotionalität der Bevölkerung besser ansprechen zu können. Also ich bin nicht bereit, in diese selbstreflexive Phase zu treten. Vielleicht, wenn wir in
bei der nächsten oder übernächsten Generation sprechen, gerne. Aber im Moment stelle ich fest, dass das auch so eine Form von Distraktion ist. In dem Moment, in dem eine Gruppe, von der man es nicht erwartet hatte, plötzlich sprechfähig geworden ist und nach vorne tritt, um zu sprechen, kommt ganz schnell diese Umkehrphase, von der ich glaube, wie gesagt, die Zeit ist noch nicht da. Wir können uns ansehen, im Gegensatz zu den USA sind hier die Muslime, die hier sind, keine Outperformer, die sind nicht schon zum größten Teil aus Akademikerfamilien eingereist, die sind mit sehr viel weniger Sozialkapital eingereist und immer noch behaftet, die sind sehr viel stärker immer draußen gewesen aus der Mittelschicht. Und wir erkennen im Moment sehr oft und sehr präsent die Debatten, die gerade diesen Gruppen, die jetzt plötzlich Sprecherinnenrollen einnehmen, vorwerfen, Teil einer kosmopolitischen, entfremdeten Elite zu sein und dementsprechend auch nicht zu wissen, was on the ground abgeht. Und sofort fängt man an, sich dazu zu verhalten, weil man gerade aus seiner Position der Kritik genau zu diesen Gruppen der Eliten nicht gezählt werden möchte. Und dann fängt eine andere Debatte an, statt die Debatte, die wir eigentlich führen sollten. Und ich glaube, im Moment ist es auch einfach noch erkennbar, wir haben ja die Zahlen, dafür sind bei aller Kategorienkritik, die wir auch führen und führen müssen, sind bestimmte Zahlen und Erhebungen für uns relevant, um auf Repräsentationslücken eindeutig hinweisen zu können. Und wir haben die Zahlen, ich kann sie immer wieder zitieren, wenn wir sagen, wir haben die Kategorie, keine Ahnung, 19,5 Millionen Personen mit Migrationshintergrund, wie auch immer wir sie nehmen wollen und wie viel Kritik wir an der Kategorie haben. Aber wir haben nur 8%, also 25% davon in der Gesellschaft, aber nur 8% im Bundestag. Wir haben 35% Kinder mit Migrationshintergrund, aber nur 6% Lehrerinnen. Wir haben immer wieder die Repräsentationslücken, auf die wir stoßen. Und wenn unsere ersten Leute aufsteigen, dann lasst uns doch die Debatten führen in 25 Jahren, wenn wir wirklich aus so einer privilegierten Position sprechen können. Interessant. Ich meine, ich vermute auch, bei der Debatte, die wir gerade auch bei der vorherigen Podiumsdiskussion gehabt hatten, wo Nasser Mir die Frage aufgeworfen hat nach Agency, vor dem Hintergrund dessen, wie über die Figur des Muslims gesprochen wurde, dass das ja auch ein wichtiger Aspekt in dieser Debatte ist, die Frage, wie ein Subjekt in einem Feld agieren kann, sodass es... Wenn wir jetzt dieses Gap uns anschauen von 8% und XY%, weitaus größere Anzahl, Prozentansatz von Personen mit Migrationshintergrund, wie man das nennt, die auch in Institutionen repräsentiert sind. Und ich vermute auch, ich kenne ja viele Gesichter hier, die auch in politischen Institutionen sind und anderen NGOs etc. sind. Und ich würde mich auch freuen, wenn sozusagen hier auch darüber gesprochen wird, ja, was heißt das dann eigentlich sozusagen für mich, wenn ich aufsteige? Mit welchen Kosten ist es verbunden? Inwiefern muss ich, zu welchem Grade muss ich weiß werden und in einem bestimmten Assimilationsprojekt mich hingeben, um sozusagen eine solche Position der Repräsentation zu bekommen? Oder wie authentisch kann ich sein und eine Position in der Gesellschaft innehaben, ohne dass ich grundsätzlich in Frage gestellt werde, etc. Ich würde das gerne auch mit dem Publikum dann vielleicht in der dritten Runde auch gern besprechen. Möchte jetzt zur abschließenden Frage in dieser Runde von meiner Seite ausgehen, bevor ich Ihnen allen hier das Mikrofon gebe, potenziell zumindest, und vielleicht auf spezifische Aspekte jetzt auch nochmal bei Ihnen, bei euch allen eingehen. Ich beginne vielleicht von meiner rechten Seite, Jasmin, weil du im bildungswissenschaftlichen Bereich tätig bist und auch sehr viel Forschung betrieben hast im Zusammenhang mit Bildung, Schule und da ja auch untersucht hast in größerer Anzahl, was bedeutet es, mit Islamophobie zu leben, mit Diskriminierung zu leben für Schülerinnen und Schüler. Sozusagen auch jene Gruppe natürlich nochmal, die oft auch weniger Repräsentation in einer Gesellschaft hat und weniger Sprachrohre hat, weniger Mitentscheidung hat, wo vielleicht jetzt nochmal zur Frage von Rasse oder Religion als rassifizierte Kategorie und Klasse dann vielleicht auch nochmal Alter kommt als eine zusätzliche Dimension, die hier wirksam wird in der Frage, wie ich mich positioniere in einem politischen Feld.
Aktuell befasse ich mich noch mehr mit Lehramtsstudierenden und deren Erfahrungen in Schule und würde aber sagen, wir gucken auf das gesamte Feld, Schüler und Schülerinnen und die Lehramtsstudierenden und auch Lehrer und Lehrerinnen, die als muslimisch markiert werden oder markiert sich selber auch so sehen. Das ist ein Erfahrungshorizont, der sich da aufspannt, den man zugänglich bekommt, wenn man Hospitationsberichte oder auch Erfahrungen aus Referendariatserlebnissen abruft über qualitative Interviews, aber auch bei Lehrerfortbildungen, Lehrerinnenfortbildungen geschildert bekommen, wo die maßgeblichen Probleme in Schule sind, in der multikulturellen Gesellschaft, wie dann beschrieben wird, dann ist das neben dem Thema der Sprache immer das Thema der Religion. Und das ist nicht Religion im Allgemeinen, sondern das ist der Islam im Besonderen. Und wir können hier Phänomene sehen der Muslimisierung, der Islamisierung von Kindern und Jugendlichen in Schule durch Zuweisungen der Problematiken, immer auf oder Zuspitzung oder Interpretation auf die Religionszugehörigkeit. Also wir haben sehr stark den Faktor, ich habe das genannt, Störfaktor Islam in der Schule. Lehrer und Lehrerinnen empfinden Artikulationen, die sie so wahrnehmen als muslimisch, weil sie von Schülerinnen vorgebracht werden, die sie als muslimisch identifizieren, als besondere Provokation und können immer gleich lesen, wo das herkommt. Das sind solche Situationen, wenn es darum geht, ein männlicher Schüler hält sich respektlos gegenüber der Lehrerin. Sofort ist die Interpretation im Raum, das kann nicht anders sein, weil er misogyn aufwächst, weil er eben ein Muslim ist und zu Hause auch nichts anderes gelernt hat. Und ich stehe jetzt hier als Lehrerin hilflos vor einem Schüler, der eigentlich mein Gegner sozusagen ist. Und die ganze pädagogische Konzeption des Begegnens, sich Begegnens in der Klasse, der möglichen Provokation, die ein Schüler in bestimmten Altersgruppen auch gegenüber, also unabhängig von seiner Religionszugehörigkeit einfach zeigt, fällt völlig flach, völlig weg. Das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer deprofessionalisieren sich selbst, indem sie auf dieses Interpretationstool, der Islam ist schuld daran, dass ich mich mit dem Schüler nicht verstehen kann, zurückgreifen. Und Schüler und Schülerinnen berichten, dass sie wiederholt immer diejenigen sein müssen, die die Experten zum Islam sind, die über den Islam erzählen sollen, die genau wissen müssen, was die jeweiligen Gebote bedeuten und inwiefern sie auch befolgt werden müssen, die also immer in eine Rolle reinkommen als Repräsentanten der Muslime und als die Kenner des Islam, was sie enorm unter einen enormen Druck bringt, den sie uns auch in den Gesprächen wiedergeben. Aber vor allen Dingen sehe ich die Gefahr darin, dass Lehrer und Lehrerinnen, die sich zunehmend als nicht fit fühlen für einen Umgang mit einer zunehmend heterogenen und, so wird es wahrgenommen, multikulturellen Klasse, dass sie in den muslimischen Schülern und Schülerinnen diejenigen sehen, die ihnen den Job schwer machen, die ihnen den Alltag schwer machen und nicht erkennen, dass sie es mit Individuen zu tun haben, die natürlich individuelle Biografien haben, individuelle Bezüge zum Islam, ja, nein, wie auch immer, und denen sie auf der Ebene natürlich weiterhin begegnen sollen und müssen. Und das ist Thema eigentlich, ist ihre Reflexion der Bilder über den Islam und nicht das Lernen von mehr Kenntnisse über den Islam, damit man besser mit ihm umgehen kann. Auch das ist sowas, Lehrerfortbildungen zurzeit laufen sehr stark in Richtung Salafismus, wo kommt der her, wie erkenne ich Salafismus in meiner Klasse. Man möchte lesen können, die Schüler in ihren quasi, also Rezeptwissen zu bereithalten für den Umgang mit einem Phänomen, das man den Schülern und Schülerinnen als Gruppenmerkmal zuschreibt und depersonalisiert die Schüler und Schülerinnen darüber und macht sich selber eigentlich unprofessionell. Und da sehe ich eine große Gefahr für gerade den schulischen Kontext und die Weiterentwicklung auch eines Verständnisses von einem Wir, in dem alle agieren und für das alle sich auf die Zukunft auch vorbereiten, gerade durch Schule. Okay. Wunderbar, vielen Dank. Ich nehme das, was du jetzt am Ende gesagt hast, vielleicht auch gleich als Einstieg für Iman, weil du ja vermutlich eine der Ersten bist im deutschsprachigen Raum, die bereits in den 90er Jahren über den antimuslimischen Rassismus geschrieben hat und dazu geforscht hat.
Wurde ja auch gestern in deiner Begrüßung das nochmal sehr deutlich gemacht hast, wenn wir über Islamophobie sprechen, dann sprechen wir über eine strukturelle Form von Rassismus. Wir sprechen nicht über eine individuelle Einstellung, sondern wir sprechen über etwas, was sich ja institutionalisiert, wie wir das insbesondere auch bei den letzten beiden Panels ja auch sehr stark einmal auf der internationalen politischen Ebene diskutiert haben und einmal im Zusammenhang mit Sicherheitspolitiken, die wir nicht nur in den Vereinigten Staaten haben, sondern auch hierzulande und in anderen europäischen Ländern. Vor dem Hintergrund, wie siehst du das jetzt, insbesondere jetzt aus deiner theoretischen Perspektive heraus, und wo siehst du hier auch vielleicht Veränderungen, die du beobachtest innerhalb deiner Forschung und deiner Beobachtung innerhalb der letzten 25 Jahre? Antimuslimischer Rassismus hat schon auch was mit Einstellungen zu tun, aber man darf es nicht darauf reduzieren. Und ich denke, darüber hinaus darf man antimuslimischen Rassismus auch nicht auf Religion reduzieren. Und ich möchte eigentlich anknüpfen an einigem, was einige Referenten und Referentinnen heute und auch gestern schon gesagt haben, und das vielleicht für den deutschen Kontext dahingehend zusammenfassen, dass für Deutschland eigentlich zentral war die Wende, also die deutsche Wende, die europäische Wende, die neue Weltordnung. Also das, was ja auf der ganzen Welt passiert ist, ist ja hier im Mikrokosmos Berlin sogar direkt vor der Haustür passiert. Und hier haben sich bestimmte historische Linien gekreuzt, bestimmte Diskurse auch gekreuzt, sodass diese Amalgamierung von Religion, Kultur, Nation und Rasse, die den antimuslimischen Rassismus ausmachen und eben nicht nur eine Rassialisierung von Religion, auch aber nicht nur, dass hier bestimmte historische Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen und bestimmte Diskurse aus dem Orientalismus, aus 1492, aus dem Ende des Ost-West-Konflikts in einer Art und Weise zusammengewirkt haben, dass wir es zu tun haben beim antimuslimischen Rassismus mit einer, hat vor allen Dingen Salman Sayyid, aber auch Mustafa Bayoumi zum Beispiel sehr stark heute gemacht und einige andere auch, mit einer Rezentrierung von europäischer, aber auch von deutscher Identität. Also in Deutschland kann man das sehr gut beobachten, dass es ja bis 89, seit 45 bis 89 verpönt war, über deutsche Identität in irgendeiner Weise nachzudenken, wenn man sich nicht den Vorwurf einholen wollte, narzisstisch, rechtsextrem oder wie auch immer zu sein. Und plötzlich waren wir wieder wer. Es war wieder möglich, positiv über deutsche nationale Identität nachzudenken. Und dieses erstarkende Selbstbewusstsein sozusagen hat insgesamt zu einer Rezentrierung auch von nationaler Identität geführt, die eben dadurch, dass das in Europa und weltweit eben mit dem Ende des Ost-West-Konflikts einhergegangen ist und sich bezogen hat auf den Orientalismus und wie gesagt auch auf 1492 und auf viele andere Geschichten auch, dazu geführt, dass quasi der Islam als das andere, obwohl es natürlich noch viele andere gibt, aber es war eben ein zentrales Argumentationsmuster, eine Folie, vor deren Hintergrund bzw. in Abgrenzung zu dem es möglich werden sollte, wieder über eine eigene Identität zu entwickeln. Und wenn wir uns die Anstrengungen anschauen, so etwas wie eine europäische Identität zu entwickeln, also EU nicht nur als wirtschafts- und politische Gemeinschaft, sondern um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu bekommen, auch als kulturelle Gemeinschaft, dann sind auch, das wurde heute genannt von jemandem, Rom, Athen und Jerusalem, gezielt auch eingesetzt worden in die Kulturpolitik, um so etwas wie eine gemeinsame europäische Identität und da eben auch in Abgrenzung zum Islam, was natürlich eine absolute Geschichtsvergessenheit ist, weil das Orte sind, die auch für islamische Kulturen und jüdische Kulturen wichtige Orte gewesen sind, historische. Also insofern, das Postfaktische ist ja nun etwas, was
mehrfach schon zitiert worden ist, aber hier sind bestimmte Argumentationen, die nicht neu sind, die aber in einer neuen historischen Situation so zusammengeführt worden sind, dass sie eben sich amalgamiert haben zu etwas, was eben zu einer neuen Form, einer neuen alten Form, wie Meda gestern gesagt hat, des antimuslimischen Rassismus geworden ist. Und die Folgen für die bundesdeutsche Debatte und ich vermute auch in einigen anderen Ländern war, dass tatsächlich so etwas wie eine Zufriedenheit von ganz vielen sozialen Kräften, die bisher gesellschaftskritisch argumentiert haben, mit der eigenen Nation ein Friedensschließen sozusagen stattgefunden hat, um den Preis, dass gesellschaftliche Problemlagen ausgelagert worden sind. Also all die Probleme, über die wir die ganze Zeit sprechen, wie das Problem mit dem dreigliedrigen Schulsystem oder mehrgliedrigen eigentlich in der Bundesrepublik, also mit einer sehr frühen Auslese von Kindern, werden sie in eine akademische Karriere eingehen oder schieben wir sie ab? Die Frage danach, wie es aussieht mit der Stadtplanung, die Frage danach, was machen wir mit dem großen Unterschied immer noch in der Bezahlung von Frauen und Männern? Wie gehen wir um mit unterschiedlichen sexuellen Identitäten, die ihr Recht fordern? Also all die Fragen rund um Bildung, rund um soziale Fragen, um Sexismus, Patriarchat, Homophobie und Antisemitismus, die in der Gesellschaft kontrovers diskutiert worden sind und wo es soziale Bewegungen gegeben hat, die als feministische Bewegung die Gesellschaft in die Pflicht genommen haben. Für all das waren Muslime schuld. Ne? Also sie als Sündenbock im Grunde einzusetzen, für gesellschaftliche Problemlagen, sie nicht mehr als gesellschaftliche Problemlagen zu thematisieren, als interne Probleme, sondern sie zu externalisieren und zu kulturalisieren. Und letztendlich sind das aber eben Minderheiten, die hier aufgewachsen sind, die hier jetzt zwar auch durch die neueren Bewegungen auch nach Deutschland kommen, aber wir hatten ja eine lange Zeit in Deutschland, wo wir eher eine Auswanderung als eine Einwanderung hatten. Das heißt, das sind alles Menschen, die sind hier aufgewachsen, hier zur Schule gegangen, hier durch die Fernsehprogramme, durch die Kultur, durch die Alltagsdiskurse und so weiter, aber eben auch durch diese sozialen Probleme gegangen sind. Und all das wurde quasi muslimisiert und rassifiziert. Und insofern ist die Debatte rund um Religion, sie ist wichtig, aber es geht nicht nur darum, und ich betone, es ist wichtig, es geht aber trotzdem nicht nur darum, dass wir einen interreligiösen Dialog führen müssen, dass Frauen mit Kopftuch geschützt werden müssen, dass islamische Theologie-Lehrstühle eingeführt werden müssen. All das muss sein, weil solange diese Gesellschaft sich versteht als eine, wo es Religionsfreiheit gibt, muss es das geben. Aber damit werden wir den antimuslimischen Rassismus nicht zurückdrängen, weil wir bleiben auf einer Ebene von Korrekturen und wir gehen nicht dieses Problem an, dieses gesellschaftliche Problem, als eines, das uns alle betrifft. Vielleicht. Wunderbar. Dann möchte ich da vielleicht auch gleich anknüpfen, weil natürlich die Frage der Projektion und eigener Schwächen und der Externalisierung von jenen Problemen, die gesellschaftlich weit verbreitet sind, wie sozusagen zu projizieren auf das sogenannte muslimische Andere, wirft ja natürlich dann oder bringt eine Schwierigkeit mit sich, nämlich dass, und das hat die Meda, glaube ich, heute auch gesagt, Feministinnen im neoliberalen Projekt und andere Akteurinnen sozusagen eingespannt werden, die sozusagen einen liberalen Schirm bekommen und vor dem Hintergrund sozusagen gegen Muslime positioniert werden. Vor dem Hintergrund die Frage auch, was wir beim allerersten Panel diskutiert haben, die Frage nach strategischen Allianzen und die Frage, was macht man in so einer Situation, wo wir uns in einer Situation befinden, die geprägt ist davon, dass quasi ein hegemonialer Diskurs, der mehrere gesellschaftliche Milieus übergreift und eigentlich progressive Kräfte versucht werden, durch den Staat und durch andere neoliberale Kräfte einvernommen zu werden. Wo befindet man sich da und wie bildet man dann diese Allianzen? Ja, vielen Dank für die Frage.
Denn der Verweis auf strategische Allianzen ist ja auch innerhalb dieser Konferenz von mehreren Personen immer wieder benannt worden. Gestern von Fias bei Tel Mama, dass es strategische Allianzen gibt mit anderen Minderheiten, die ebenfalls betroffene Situationen melden oder die sich zusammentun, um andere zu schützen. Und heute wurde das auch von Salman Said auch nochmal gesagt, dass man ab einem bestimmten Moment wahrscheinlich auch zusammenkommen muss mit einer, entweder aus diesem fatalistischen Moment heraus, den Maeda eben genannt hat, am Ende des Tages können wir nichts daran ändern, wir sind auch Teil dieser Verwertungslogik und spielen in dieser Verwertungslogik und der Maschinerie unsere Rolle. Umgekehrt auf der anderen Seite kann man auch das Ganze politisch framen und sagen, auch wir sind in der Lage, die Rollen zu nutzen oder bestimmte Rollen subversiv zu spielen, so zu tun, als spielen wir bestimmte Rollen und dabei haben wir auch eine Agenda, die wir mit einbringen. Also alles das ist ja nicht so, dass wir uns immer einer neoliberalen Objektivierungslogik hingeben können, sondern wir können auch sagen, es gibt Momente, da muss man strategisch zusammenkommen. Und ich weiß, wir haben immer wieder gehört, auch hier im Verlauf der Konferenz, dass das Phänomen antimuslimischer Rassismus, Islamophobie historisch tradiert ist, austauschbar ist, vergleichbar ist mit Antisemitismus und so weiter und so fort, dass wir wahrscheinlich am Ende depressiv aus diesem Raum rausgehen und sagen, ändern können wir sowieso nichts, wenn es das schon seit 2000 Jahren gibt, dann wird es auch die nächsten 2000 so bleiben. Oder aber wir setzen uns hier hin und sagen, oha, im Moment gibt es auch eine substanzielle Verschärfung. Und im Moment ist es so, dass in Europa die rechten Truppen zusammenkommen mit einem offensichtlicheren Film als vorher. Und dieser offensichtliche Film, in dem eine Antipluralität zusammenkommt, von der wir wissen, sie richtet sich gegen jegliche Form pluraler Lebensmodelle. Also dieser Kampf gegen Europa als früherer Traum der Überwindung eines Nationalstaates, also ein plurales Konzept von politischer Kooperation, dagegen wird der Kampf geführt. Der Kampf wird gegen Genderpluralität geführt, der Kampf wird gegen Migration und die offenen Grenzen, die es im Schengen-Raum gibt, geführt. Also alles das, was Pluralisierung mit sich geführt hat. Und der Kampf wird gegen Muslime als ein sichtbarer Teil auch pluralisierter Religionsformen geführt. Wir könnten das Ganze auch auf eine theoretische Ebene heben und uns die Frage stellen, ist Islam vielleicht deswegen auch so stark under attack, weil Islam in sich selbst eine so starke hybride Struktur trägt, dass es dementsprechend auch ein stark attraktives Zeitgeistphänomen sein kann. Also das ist nochmal eine ganz andere Debatte über die Hybridität des Islam und dementsprechend als sehr moderne Artikulation der Verwebung von Religion, von Position, von neuer Performance und so weiter. Aber lassen wir das mal zur Seite. Ich möchte immer noch weiter die Frage stellen, wenn wir alle spüren, es hat sich doch etwas substanziell verändert auf der politischen Ebene, ist die Frage, die du eben gestellt hast, welches sind die strategischen Allianzen, die wir suchen? Definitiv ist diese Konferenz, baut die auf einer strategischen Allianz auf einer Allianz mit dem Jüdischen Museum, einer Allianz mit Österreich, wobei ich eben wahnsinnig in mich hineinlachen musste, als du gesagt hast, Österreich, Schweiz und Berlin. Offensichtlich sind wir hier ein anderes Land. Also, insofern ist das eine Allianz, es ist eine strategische Allianz über Universitäten hinweg und ich freue mich wahnsinnig, dass Yasemin hier hingekommen ist als neue Sprecherin des Rats für Migration. Also auch nochmal eine große Koalition, Coalition Building. Es ist eine strategische Allianz raus aus Deutschland heraus. Dementsprechend auch ein Empowerment, ein uns zu zeigen, wir sind nicht allein, wir sind kraftvoll, wir steigen auf und wir haben eine Stimme. Auch wenn wir diese Stimmen innerhalb dieser Logiken spielen, gibt es doch diesen Moment, dass man über diese Stimmen nicht mehr hinweghören kann. Und ich glaube, dass die Allianzen noch viel weiter auszuweiten sind. Ich arbeite ja seit geraumer Zeit an einer neuen Perspektive von strategischer Allianzbildung mit Ostdeutschland. Und das muss ich nochmal reinbringen, wo ich sage, strategische Allianzen heißen nicht, dass man die unterschiedlichen Positionierungen wegdenken muss. Man koaliert strategisch, weil der Feind ein viel größerer ist.
Und dementsprechend glaube ich, dass wir diese Räume im Moment nutzen, diese Konferenzen nutzen, um rauszuhören, was sind die Voices, welches sind die Positionen, wie können wir sie einbinden in die politischen Kämpfe, die jetzt vor uns liegen und wie können wir das einer breiteren Audience mitgeben, die wir dann wiederum als Verbündete reinholen. Und das ist die Funktion und unsere Position, denke ich. Gut, ein schönes Wort am Ende dieser internen Podiumsdiskussion. Damit darf ich das Wort weitergeben an alle geschätzten Kolleginnen und Kollegen, die hier heute versammelt sind. Man möge die Hand heben. Eins, ich werde es so machen, dass ich ein paar Runden einfach sammle. Das heißt einmal, zweimal, dreimal. Also die Dame hier vorne. Und vier. Dankeschön. Dankeschön. Mein Name ist Kripa Schneller. Ich habe eine Frage an Yasemin Karakaşoğlu, die sehr wohl auch von den beiden anderen Sprecherinnen kommentiert werden darf. Und ich gebe preis, dass ich eine Doktorandin bin von Yasemin. Ich tue jetzt mal für die Konferenz so, als würde ich sie nicht kennen. Und zwar auf die erste Frage, die Farid Hafez allen drei Sprecherinnen gestellt hat, Bezug nehmend. Es ging darum, dass Sie hier als Expertinnen sprechen zu Fragen von Islamophobie, aber auch zum deutschen Diskurs. Ich fand es interessant, dass Sie sie auf persönlicher Ebene angesprochen haben. Und für mich, ich forsche zum Thema Ansprache mit Migrationshintergrund, für mich ist das ein Diskurs, der sich in Deutschland auch als rassistischer Diskurs abbildet. Also wir haben andere Kategorien des anderen. Und für mich ist die Frage, diese persönliche Anfrage an drei Professorinnen, die hier mit Expertise auf dieser Konferenz erschienen sind, auch eine Ausprägung von Macht. Und ich frage mich, in welchem gesellschaftlichen Machtverhältnis bewegen wir uns, dass es möglich ist, dass diese drei Damen so angesprochen werden zu ihrer persönlichen Biografie. Und die Frage an Yasemin ist für mich auch, was geben Sie denn uns im Raum mit, die wir nicht Professorinnen sind, als Empowerment-Strategie? Weil ich glaube, es sagt sehr viel mehr über die anderen aus, dass wir diese Fragen stellen können. Wie ändern wir den Diskurs, dass solche Fragen vielleicht in Zukunft nicht so selbstverständlich beantwortet sind? Naika Furutan ist eingegangen darauf, dass sie sich verweigert einer persönlichen Antwort auf diese Frage. Und ich denke auch in diese Richtung, was tun wir, um diesen Diskurs, den ich in Deutschland zwischen mit und ohne Migrationshintergrund sehe, weiterzudenken und nicht nur auf uns selbst zu beziehen, sondern in einer mehrheitsgesellschaftlichen Perspektive zu beantworten. Wunderbar. Vielen lieben Dank für die kritische Frage. Dann der Kollege, zwei Personen weiter. Dankeschön. Ja, guten Abend. Ali Tawil, Vorstandsmitglied der IGS, Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands, zuständig für interreligiösen Dialog. Es ist schön, dass diese Konferenz alle zwei Jahre stattfindet, nachdem sie immer nachhaken, aber es findet immer auf einer Ebene, die nur akademisch ist. Und wenn wir das so ein bisschen runterspielen auf die normale Ebene, auf die Ebene von ganz normalen Menschen, die diese Diskriminierung im Alltag erleben und uns die Frage stellen, wenn wir jetzt strategische Allianzen wollen, in Klammern Lobbys, klar, Muslime haben im Moment oder seit langem keine Lobby, besonders in Europa. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel dieses Logo von der AfD lese, islamfreie Schulen. Jetzt stelle ich mir ja die Frage vor, wobei, wenn wir jetzt hier schon im jüdischen Museum sind, wenn da stehen würde, judenfreie Schulen, wie wären die Reaktionen? Da ist eine Lobby dahinter. Wir haben keine Lobby, klar, brauchen wir das. Aber jetzt ist meine Frage, ich weiß nicht an wem, derjenige, der sich sozusagen in der Lage befindet, die zu beantworten. Wenn ich als Vorstandsmitglied in einer Religionsgemeinschaft, die sozusagen dafür sorgt oder versucht zu sorgen, dass dieses Gespräch, dass dieser Dialog mit den Behörden, mit den Institutionen, ja, auf der politischen Ebene stattfindet, wenn ich diese Person auch diskriminiert werde, und ich weiß, was ich sage, ich kann das jetzt nicht, also die Zeit erlaubt das nicht, wenn ich diskriminiert werde, dann frage ich mich, was denn mit den normalen Menschen, die auf der Straße ohne eine offizielle Position auftreten, wie sie diskriminiert werden. Ich vermisse hier zum Beispiel in so einer Konferenz Leute, Politiker, die in diesem Kontext in Deutschland oder in Österreich oder irgendwo agieren,
die zum Beispiel sich sowas anhören sollen, müssen, können, damit sie sozusagen entsprechend reagieren in ihrer Funktion als Politiker oder als Verantwortliche für, über dieses Thema Diskriminierung. Ich vermisse diese Leute, wo sind die? Ja? Das heißt, es gibt kein Interesse. Jetzt ist die Frage, was macht man da in dem Fall? Es gab diese schöne Rede von Frau Merkel vor einer Woche bei der Jungen Union, von wegen, wo wollen wir hin? Warum steht es im Grundgesetz die Würde des Menschen? Ja? Lass uns nicht, hat sie gesagt, also ich zitiere gerade, lassen Sie uns nicht kategorisieren, die ihr, die wir, sondern die Würde des Menschen, alle sind gleich. Und uns wirft man vor als Muslime Scharia oder Grundgesetz. Wobei soll ich jetzt schwören, dass es die Scharia von 1 bis 10 nicht gibt? Es gibt diese Scharia nicht von 1 bis 10. Wir, also es ist eine Pflicht als Muslime, dass wir dieses Gesetz des Landes, wo wir leben, respektieren müssen. Ja, ja genau. Die Frage ist, wie können wir das jetzt in die Praxis übertragen? Ja, also nicht nur auf akademischem Niveau hier stattfindet. Wie kann man das machen? Das vermisse ich halt. Vielen Dank. Dankeschön. Dann war, ich weiß nicht mehr, ob es eine Dame war oder ein Herr. Ja, da hinten, genau. Die Dame in Grün. Okay. Mein Name ist Sarina Wilbert und ich wollte gern auch Yasemin Karakoglu fragen, wegen der Problematik der Lehranstücke. Vielleicht das Mikro ein bisschen näher. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Ich dachte, ich hatte so eine laute Stimme. Weil das hat mich sehr gut und ich spüre, dass das ein Problem ist. Auch, ich erfahre das auch in der TU Berlin. Da ist eine gewisse Frage, wie kann man die Lehranstudenten besser vorbereiten auf die Schule und was kann man in die Schule machen, um in der Curriculum und vor allem der Pädagogik die Unterstützung und, wie man auf Englisch sagt, Tools geben, wo die sich wirklich um diese Themen, die tatsächlich Themen der Demokratie und Bürgerschaft sind, finde ich, und das meiner Meinung nach unser Bildungssystem noch nicht richtig darauf vorbereitet ist. Und ich finde das eine von den zentralen Fragen, weil wir reden von der Generation, die müssen lernen, damit zu leben. Jetzt rede ich von der Situation in Berlin, nicht von Bremen. Wir haben gemerkt an der TU, dass einige, da ist eine Spaltung und tatsächlich ein sehr starkes Gefühl von den Lehrern, Studierenden, einige auf jeden Fall in einer Debatte, die in Berlin stattgefunden hat, die nicht Zugehörigkeit und trotzdem Zugehörigkeit, diese doppelte Identität und Nicht-Identität mit der Gesellschaft. Die leben hier, die sind geboren hier, die sind aufgewachsen, die wollen Lehrer werden, aber die finden, dass ihre Präsenz ein Problem ist in dieser Gesellschaft. Und diese Spannung, ich meine, es ist einmal symbolisiert mit Kopftuch, aber es ist mehr als Kopftuch tragen, obwohl das in Berlin nicht erlaubt ist. Das war die Hauptfrage, aber ich wollte nur sagen zu Strategien, weil wir, vorhin habe ich mit anderen gesprochen und darüber, und morgen ist ein großes Demo. Und zum ersten Mal ist das für mich ein Demo, der unteilbar, wo alle, viele Organisationen, viele Menschen von ganz Berlin und anderswo dabei werden. Und ich denke, um zu sagen, dass Strategie, Zusammenarbeit, wir lassen uns nicht auseinanderbringen. Und das hat halt eine positive Botschaft an die Gesellschaft zu geben. Wir müssen lernen, miteinander umzugehen. Ich meine, das ist hier ein bisschen visionär, aber trotzdem notwendig. Wunderbar. Herzlichen Dank. Dann darf ich bitten, dass das Mikro vielleicht auf die Kollegin in der fast der gleichen Reihe weiter wandert. Und das, dann schließe ich auch die erste Fragerunde und möchte dann das Wort auch den Kolleginnen geben am Podium. Ich bedanke mich, dass ich an dieser Tagung teilgenommen habe. Ich bin eingeladen worden vom Jüdischen Museum, von dem ich regelmäßig eingeladen werde. Und ich bin mit einiger Aufregung hierher gekommen, muss ich ehrlich sagen, weil ich hier auf eine Generation treffe, die für mich als junge Lehrerin Schülerinnen war.
Und zwar die Generation auf dem Podium, die Teil der geburtenstarken Jahrgänge dieses Landes war und die auch Teil der Bildungsreformen war, in denen ich erzogen worden bin und mit deren Idealismus und Elan wir in die Schule gegangen sind. Dazu gehörte für mich als Ebert-Stipendiatin auch, dass ich 1973 auf meinen eigenen Wunsch hin zu meinem Lehrerstudium Türkisch und Islamwissenschaften als Nebenhörer aufgenommen habe, sodass ich zu der Generation, zu der Sie jetzt gehören, auf dem Podium eine türkische Ärztin beisteuern kann, die ganz sicher diesen Weg hätte nicht nehmen können, wenn ich nicht gewusst hätte, wie man ihren türkischen Vater dafür gewinnen kann. Beisteuern möchte ich zur Diskussion. Ich habe ganz viel hier gehört. Ich bin übrigens auch promoviert und ich bin auch katholisch. Ich bin das katholische Arbeiterkind vom Lande der 60er Jahre. Also ich kann selber etwas sagen zur Diskriminierung, wenn man in protestantische Lebenswelten gehört, die in diesem Deutschland politisch immer dominiert haben, besonders hier in Berlin. Ich kann sagen, für die jüdische Geschichte vor dem Ersten Weltkrieg, dass überhaupt niemand Chancen hatte, auch nur Arzt zu werden, wenn er das wollte, dass er nicht Hochschullehrer werden konnte, wenn er das wollte. Und Katholiken waren in preußischen Ministerien als Beamte überhaupt nicht vorgesehen. Ein einziger im Landwirtschaftsministerium. Ich will damit sagen, dass es eine Tradition von Diskriminierung spezieller Art in diesem Land gibt, auf die man noch nicht den Blick gerichtet hat. Und man sollte sich nicht so einzig definieren als diejenigen, die jetzt Vorurteile abbekommen. Die Vorurteile, die als Orientalismus hier charakterisiert worden sind, waren ein Teil der Bildungsgeschichte, gerade an preußischen Universitäten. Und sie haben sich nicht ergänzt in der Zeit, als ich selbst studierte in den 70er Jahren, durch mehr Kenntnisse über die wirtschaftlichen und Probleme der Nachfolgeländer des Osmanischen Reiches und der Wirtschaftsprobleme der Nachfolgeländer der arabischen Geschichte. Und in den Zusammenhängen gibt es immer noch riesige Lücken. Ich habe mich als Lehrerin dagegen gewehrt, Schüler als islamisch zu definieren, sondern habe sie immer in den Fächern Gesellschaftskunde, meine Erstfächer, charakterisiert, soweit der Unterricht Möglichkeiten dazu gab, als Kinder, die aus einem bestimmten Land kommen, die ein Interesse am Herkunftsland haben. Und diese Perspektive, habe ich heute gelernt, ist ja verloren gegangen und sie müsste zurückgewonnen werden. Und dass man sich fremd fühlt in Bildungsaufstiegsprozessen, ist ganz normal. Aber es geht jetzt um die Menschen, die zu integrieren sind in Arbeitsmärkte. Und da muss alles getan werden, dass nicht Barrieren entstehen, die vielleicht möglicherweise aus Elternhausorientierungen kommen. Vielen Dank. Dankeschön. Wunderbar. Dann würde ich jetzt das Wort geben an die Kolleginnen am Podium. Als Moderator werde ich nichts dazu sagen. Ich glaube, da braucht man auch nichts dazu sagen. Vielleicht, ach so, magst du anfangen? Nee. Weil ich verliere gerade so an. Ich sage es deswegen, weil die erste Kritik war im Zusammenhang mit den Duzen. Ja? Nein? Habe ich es falsch verstanden? Dann erklären Sie es mir nachher noch. Es ging eher darum, dass die Frage eine persönliche ist und ob auch weiße Professorinnen persönliche Fragen bekommen. Auch nicht. Darf ich das aufhören? Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich glaube, es wurde nach einer Form gesucht, in diesem Rahmen eine Frage zu stellen an jemanden, der hier auf dem Podium in einer bestimmten Position angefragt ist, spricht, die nicht immer unser Verhältnis als solches bestimmen, wenn wir zum Beispiel über die Doktorarbeit sprechen. Ich bin die Doktormutter von Krippa Schneller und sie suchte nach einer Form und hat dann die Form gewählt, mich zu siezen, obwohl sie mich im Alltag eigentlich duzt. Ja, und das war, glaube ich, das, was jetzt so ein bisschen zur Verwirrung beigetragen hat oder die Einleitung. Und, es ging, ich habe mir das notiert, um die Frage Ansprache mit Migrationshintergrund. Es gibt die Handlungsmacht, es gibt in der Gesellschaft diejenigen, die auch unter anderem das Statistische Bundesamt, das einfach festlegt, wer als Mensch mit Migrationshintergrund definiert wird. Es ist ja nicht wie in anderen Einwanderungsländern, dass man sich in einer Liste von ethno-regionalen Bezügen, in anderen Kontexten heißt das dann Race,
selbst zuordnet, sondern man bekommt in Deutschland quasi durch die Tatsache, dass mindestens ein Elternteil im Ausland geboren wurde, den Migrationshintergrund zugeschrieben. Und das hat sich verselbstständigt, ist als ein Merkmal in Deutschland sozusagen für eine Gruppe von Menschen scheinbar fassbar geworden in der Verwendung, in der Alltagsverwendung, die dann auch, das hatten wir heute auch schon, mit der Religion des Islam gleichgesetzt werden. Also die Muslimisierung des Migranten, dazu hat im Spielhaus auch gearbeitet, hat in Deutschland weite Kreise geschlagen. Und von daher ist die Frage, gehe ich also auch in den professionellen Kontexten dann damit um, als solches angesprochen zu werden. Und du hast gerade wiedergegeben, Nike hat nicht darauf reagiert, andere, ich zum Beispiel, haben reagiert. Und was würden wir jüngeren Menschen empfehlen? Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg tatsächlich finden. Es gibt da kein Rezept dafür. Vor allen Dingen ist es so, dass man nicht auf die Ebene gehen kann, und das haben wir hier, glaube ich, mehrfach schon betont, dass alles individualisiert wird und dass man meint, sozusagen als Individuum jetzt die ganze Macht sozusagen in der Hand zu haben, die Dinge zu verändern, oder aber eben auch als Individuum der Einzige zu sein oder derjenige zu sein, auf den sich das persönlich richtet, sondern man ist sozusagen symbolisch für eine Gruppe von Menschen angesprochen, und ich denke, man muss sehen, wie man damit umgeht. Ich habe in meiner eigenen, weil ich das ja schon gemacht habe, biografisch jetzt hier mich zu outen, führe ich das noch ein bisschen weiter, in meiner eigenen Biografie zum Beispiel immer den Weg gewählt, bestimmte Positionen auch bewusst wahrzunehmen, weil ich die Möglichkeit, in bestimmte Kontexte vorzudringen, machtvolle innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Universität, auch als eine Möglichkeit gesehen habe, dort eine gewisse Agency zu übernehmen. Also auch als eine politische Arbeit, die für das Thema, für die Veränderung von Gesellschaft, nicht für individuelle Haltungen, sondern für die alte Veränderung von Gesellschaft insgesamt von Bedeutung ist. Aber das kann man nicht als Rezept weitergeben. Vor allen Dingen, denke ich, muss man sehen, dass man sich, das haben wir heute auch mehrfach gesagt, Allianzen schafft, Zusammenschlüsse schafft. Als ich gemerkt habe als Konrektorin für Diversitätsmanagement, dass ich quasi Erfahrungen von Marginalisierung gemacht habe, habe ich mich mit anderen Vizepräsidentinnen zusammengeschlossen und habe ein Netzwerk gebildet von Vizepräsidentinnen und Präsidenten, die sich mit diesem Thema befassen. Und wir haben zum Beispiel das Thema Rassismus an der Universität untereinander zunächst einmal diskutieren können, überhaupt als Thema aufgreifen können, bevor wir das dann in die jeweiligen universitären Strukturen versucht haben, in unterschiedlicher Weise jeweils auch einzuspeisen. Es ist eine Frage, zum Beispiel Rat für Migration ist gerade gesagt worden, ich bin jetzt seit gestern Vorstandsvorsitzende, bin sehr dankbar dafür, dass mir dieses Vertrauen gegeben wurde von den Mitgliedern des Rats für Migration. Es ist ein Verein, es ist ein Zusammenschluss von Migrationsforschern und Forscherinnen. Auch das ist ein Rahmen, in dem man sich Kraft holt und Energie holt, und ein Zusammenschluss, der möglich macht, bestimmte Dinge zur Sprache zu bringen, Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, die man alleine als Einzelperson nicht bringen kann und wo die Macht auch nicht reicht, das entsprechend zu tun. Also da würde ich sagen, ist das eigentlich die Strategie, die ich jederzeit auch unterstützen würde und empfehlen würde. Aber diese Frage, wie sehr nehme ich diese Ansprache an? Ich habe immer gedacht, ich nehme die an und weise sie da zurück, wo sie für mich nicht, wo ich nicht möchte, dass sie angesprochen wird. Aber dazu muss man natürlich in einer Position sein, in der man auch wieder zurückweisen kann oder ins Augenblicken der Situation, dass man dann noch weiter marginalisiert wird. Das ist auch eine Persönlichkeitsfrage und eine Frage der Möglichkeiten, die sich einem ansonsten noch bieten. Was die Frage der Lehramtsausbildung, der Lehramtsstudierenden anbelangt, in vielen, da sind wir in einem bedauernswerten Zustand in Deutschland, dass das Thema insgesamt Migration ein nicht nur marginales, sondern problembehaftetes Thema ist. Wir haben in den Grundlagen der Lehrerbildung, dazu haben wir eine Studie gemacht in Bremen und Oldenburg, feststellen müssen, dass Migration in Deutschland, und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass die Haltung von Lehrern und Lehrerinnen häufig die eher problembehaftete ist, eher als Problem betrachtet wird und entsprechend adressiert wird in den Modulen für die Lehramtsausbildung, wenn es überhaupt vorkommt, was marginal vorkommt. Wir stellen fest, dass in den Schulbüchern, die verwendet werden in Schulen, das Thema problembehaftet und
ja, ausschließlich aus der Perspektive, da kommt etwas ins Land rein, was problematisch ist, womit man umgehen muss. Und das sind immer die anderen, sehr stark der Othering-Aspekt, der da noch gestärkt wird. Und was versucht werden muss, das wird an einigen Universitätsstandorten gemacht, ist in die Lehrerbildung eine andere Perspektive reinzubringen, auch strukturell. Sprich über Module, die sich gezielt mit diesem Thema auseinandersetzen und die auch für alle Studierenden verpflichtend sind. Unter anderem in Bremen machen wir das. Aber ich kann sagen, angesichts der Tatsache, dass inzwischen in Berlin bei den Neueinstellungen 50% Seiteneinsteiger sind, die komplett an dieser Art von Ausbildung auch vorbeischauen, ist dann die Frage, wie kriegt man hin, im Kollegium, in den Schulen eine Grundperspektive, nicht bei einzelnen Personen, die für interkulturelle Kommunikation zuständig sind, die für interreligiöse Dialoge zuständig sind, sondern als gemeinsame, von allen getragene Haltung des pädagogischen des Agierens und der Wirkens. Da brauchen wir ganz bestimmt auch noch andere Formen, wie im Kollegium kollegiale Supervision stattfinden kann. Und ich bin auch der Meinung, wir brauchen an den Schulen Ombudsmenschen, an die diejenigen, die Rassismus erfahren, sich wenden können, nicht einzelne Lehrer und Lehrerinnen, die als Vertrauenslehrer sozusagen abgestellt werden zu diesem Thema, irgendwie sich schlau machen zu müssen, sondern unabhängige Personen. Und ich glaube, da sind wir noch ganz weit weg entfernt von Strukturen, die ermöglichen, das Thema zu sprechbar zu machen und auch adressierbar zu machen und sich wirklich aktiv auch damit auseinandersetzen zu können. Okay, dann zunächst zu dem, ich habe mir aufgeschrieben, das Persönliche ist das Politische. Also wir hatten uns ja, glaube ich, bemüht, verständigt, wie auch immer. Also ich finde deine Frage schon relevant am Anfang und du hattest es ja auch eingeleitet mit einem freien Zitat von W.E.B. Dubois, weil wir ja permanent auch angesprochen werden, eingeordnet werden und, glaube ich, auch uns reflektieren und im Grunde ja auch andere dazu auffordern, sich zu reflektieren mit ihrer Position, ihrer Positionierung, ihrer Perspektivierung. Und ich denke, wenn weiße Personen nicht danach gefragt werden, wie sie ihre weiße Perspektive an der Hochschule, im Betrieb, im Verein, wo auch immer füllen, dann müssen wir das auch tun. Also dann auch in eine Position zu rutschen sozusagen und weiß zu werden in einem Sinne von so zu tun, als wären wir objektiv, finde ich den falschen Weg. Trotzdem ist die Frage, die Naike aufgeworfen hat, ist es der richtige Zeitpunkt? Ich habe für mich eher gedacht, ist es der richtige Ort, das zu tun auf einer Konferenz, beziehungsweise mit wem möchte ich darüber sprechen, wie ich mit dieser Vielschichtigkeit von Erfahrungen, von Identitätspositionen, von Perspektivierungen und so weiter, wo will ich das reflektieren? Aber ich denke, es ist wichtig, auch andere einzuladen, aufzufordern, das zu tun, weil wir eben, also dieser Glaube an die Objektivität von Wissenschaft, wir probieren das, was wir tun, natürlich zu belegen und Dinge miteinander zu vergleichen, ins Verhältnis zu setzen und so weiter. Trotzdem stellen wir Fragen aus einer bestimmten Perspektive heraus, verfolgen bestimmte Projekte mit mehr Engagement als andere, und zwar nicht jetzt wir drei oder vier hier, sondern wir alle in der Gesellschaft. Und ja, selbst in den Naturwissenschaften wird der eine Tropfen, der auf das Reagenzglas gelegt, von persönlichen Emotionen, Befindlichkeiten und so weiter in Abhängigkeit gesetzt. Also ich glaube, dass das ein ganz gefährlicher Diskurs ist, der wieder um sich greift, so etwas von einer tatsächlichen, endgültigen Objektivität, was natürlich keine Absage an den Versuch, da heranzukommen ist. Also insofern finde ich die Frage berechtigt, aber es ist eben die Frage, ist das hier der Raum, ist das die Zusammensetzung, in der wir das diskutieren wollen? Und deswegen haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen eher allgemein geantwortet. Ich wollte noch zu zwei anderen Fragen ganz kurz etwas sagen, weil das so ein bisschen nach, das ist jetzt in der akademischen Tagung, gibt es das nicht auch im nicht-akademischen Kontext? Ja, aber wir haben hier eine akademische Tagung, eine Konferenz. Es gibt ganz viele andere Claim, Nina Mühe war ja gestern auf dem Podium, hat
In 2 Wochen, in 3 Wochen, im November habe ich mir jetzt nur eine sehr schöne Tagung, wo Projekte eingeladen sind. Wir haben inzwischen ganz, ganz viele Veranstaltungen von diversen Trägern, Verbänden, Privatpersonen zum Teil auf allen Levels und Niveaus aus der Praxis und so weiter zu den Themen. Und wir wollten nun eine akademische Konferenz haben. Und ich glaube, das ist auch ganz okay so. In die Praxis tragen war auch ein Punkt. Irgendjemand hatte den heute von unseren Panelisten auch quasi geantwortet, als die Frage kam, wie mobilisieren wir das Volk sozusagen. Das Wissen ist da. Wir brauchen niemanden zu mobilisieren. Im Gegenteil, wir profitieren auch jetzt wir als Forscherinnen ganz viel vom Wissen, das in der Praxis da ist und die natürlich von uns. Und wir sind ja alle auch Teil von Aktivismus und von Praxis. Also ich würde diese Trennung so nicht machen. Es gibt sehr viel Reflexion, es gibt sehr viel Praxis, es gibt sehr viel Widerstand auf verschiedenen Ebenen. Ich finde, es hat alles seinen Ort, aber trotzdem sind wir ja auch miteinander in Verbindung. Und das, glaube ich, hat an allen Orten seine Berechtigung. Dann ein Wort vielleicht noch zur Lehrerausbildung. Da würde ich vielleicht, ich war ja auch mal in der Lehrerbildung tätig in den 90er Jahren. Ich würde das eigentlich eher gerne noch mal als Beispiel für das Verhältnis von Vorurteilsforschung zu Rassismusforschung. Ich sage es vielleicht mal so dichotom, weil ganz häufig der Ruf danach kommt, dass Lehrer und Lehrerinnen ihre Einstellungen reflektieren müssen. Sie sind diejenigen, die vor der Klasse stehen, die Schülerinnen mit bestimmten Klischees, Stereotypen und so weiter begegnen. Schule ist ein Ort in Deutschland, aber ich vermute auch nicht nur hier, den viele erinnern als den ersten Ort, wo sie richtige nachhaltig wirkende Rassismuserfahrungen machen, aber ich würde auch hier das gerne als eine Mikrostruktur, als eine Institution begreifen, die eben durchzogen ist von Schulpflicht in Deutschland zum Beispiel, nicht Unterrichtspflicht wie in den allermeisten Ländern, sondern Schulpflicht, eine Zwangsinstitution, ein dreigliedriges Schulsystem, ein Curriculum, das völlig veraltet ist, das an einem Nationalstaat, du hast ja einiges thematisiert schon, aber das wir das sehr häufig, wir haben Sonderschulen immer noch, die jetzt Förderschulen heißen, mit einem wahnsinnig hohen Anteil an Schülerinnen, die dort hineinkommen, weil sie vermeintlich die Sprache nicht so gut können, weil ihr Verhalten den Unterricht stört. Das sind Schülerinnen, sie heißen mit Migrationshintergrund, sind Muslimisierte sozusagen, das heißt, sie werden zu Behinderten gemacht, weil sie sich zum Teil auch wehren gegen bestimmte Inhalte, gegen eine Behandlung in der Schule. Also von daher, wenn wir uns die Schule auch als Struktur anschauen, dann glaube ich, müssen wir das Thema sehr viel grundsätzlicher angehen und auch da nicht nur im Zusammenhang mit muslimischen oder mit migrantisierten oder rassifizierten Personen, sondern eben vor allen Dingen auch unter dem Aspekt von Alter, von Bildung, von Zwang, von vielen anderen Aspekten auch. Also Rassismus ist ein zentraler Aspekt, aber eben die anderen auch. Also dieses System Schule, insbesondere in Deutschland, gehört eigentlich reformiert. Und das ist eins der Dinge, die ich ganz am Anfang meinte, ist, wenn wir das Problem verschieben nur auf, wir brauchen jetzt auch muslimischen Religionsunterricht an Schulen, brauchen wir. Aber das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, wie ist unser Schulsystem aufgebaut. Ich würde auch gerne noch einmal was sagen zu dem akademischen Raum, weil auch gestern gesagt wurde und die Forderung gestellt wurde nach Transparenz. Und ich denke, man kann das auch in der Form lesen, dass natürlich viele von uns sich untereinander treffen oder in bestimmten Kreisen, auf bestimmten Konferenzen, die nicht öffentlich sind. Und wir dort die Möglichkeit haben, uns miteinander auszutauschen, Gedanken zu hören. Und dann schreiben wir das in Paper, die wir dann auch wiederum für uns schreiben und unsere Gedanken dazu austauschen, was durchaus auch Legitimation hat. Aber ich glaube, wir hier auf dem Panel sind auch darin geübt, viele dieser Gedanken auch in die Praxis zu tragen, in die Politik zu tragen, in Schulen zu tragen und so weiter. Aber ich glaube, dass es auch sinnhaft ist, eine solche Konferenz und Tagung, wie wir sie heute hatten, so durchzuführen, dass wir uns gar nicht verstellen. Ich wehre mich in letzter Zeit zunehmend
dagegen, dass dieser Elitenvorwurf erhoben wird. Ich halte diesen Elitenvorwurf für einen, der sich sehr leicht anschließen lässt an bestimmte andere Vorwürfe, von denen, die dann dazu führen, dass intellektuelle Gedanken entzogen werden und Populismus sehr stark um sich greift, weil diejenigen, die am besten Dinge einfach sagen können, haben den besten Zugang zum Volk. Ich glaube, die Situation, in der wir uns befinden, generell nicht nur politisch, sondern gesellschaftlich, das wurde heute mehrfach gesagt, ist so komplex, dass wir nicht immer nur Reduktion von Komplexität betreiben müssen, sondern vielleicht gemeinsam daran arbeiten müssen, dass wir auch komplexe Antworten geben. Die Antworten sind einfach auf einem bestimmten Level oft kompliziert und wir müssen gegenseitig überlegen, wie ertragen wir diese Komplexität. Und ich glaube, dass eben so ein Raum, in dem wir untereinander so sprechen und ihn trotzdem öffnen für alle, auch seine Wertigkeit genau daran, weil auch für uns, also für mich war heute auch, es ist nicht so, dass ich alle die Kolleginnen und Kollegen kannte, sehr viele von denen kannte ich nicht, ich habe mich auf die gefreut seit einem Jahr und ich habe mich gefreut zu hören, was die mir sagen. Und ich habe mich auch darauf wahnsinnig gefreut, dass wir das genau hier zusammen machen und durch diese Debatte zusammengehen, die komplexe Struktur dieser Frage auch in einem akademischen Raum zu zeigen und nicht zu zeigen, dass das nur Everyday Racism ist, sondern dass Rassismus eine schwere theoretische Struktur ist, die sich im Alltag widerspiegelt. Und ich glaube, das ist heute durch alle Debatten gegangen und ich glaube, dass das etwas ist, wo wir sehr stark von den Kolleginnen von außerhalb lernen können. Hier in Deutschland wurde eben schon gesagt, ist Iman Atiya eine der ersten, die zu dem Phänomen gearbeitet hat. Es gibt weiterhin nicht viele. Riem Spielhaus, Yasemin Schumann, die heute nicht da sein konnte, die haben alle schon länger zu Islamophobie gearbeitet oder Islamfeindlichkeit, dann das elaboriert zu antimuslimischem Rassismus. Aber wenn wir sehen, dass wir hier das sehr stark immer im Kontext von Politik oder Migration einbinden, dann immer sehr stark die Migrationsforschung vor allen Dingen mit Statistiken versucht dagegen zu antworten, erkennen wir, dass die Kolleginnen, die wir heute eingeladen haben, sich gar nicht in diesen Debatten so stark bewegen, sondern sehr viel stärker die Theoriekonstrukte hier nochmal reingebracht haben. Und ich glaube, dass das einfach nochmal gut ist, um das Ganze zu entheben aus diesem Befindlichkeitsmoment. Es ist auch nicht nur, dass wir darüber sprechen wollen, weil es jetzt ein großes politisches, antimuslimisches Klima gibt, sondern auch, um zu zeigen, wie anschlussfähig dieses Konzept ist an andere Formen von Rassismus. Und das leitet mich wieder zu meiner strategischen Allianz über, zu sagen, wenn, und das hat gestern auch nochmal Fias so gut gesagt, wenn wir in diesen Räumen gemeinsam zwischen Praktikern, zwischen Akademikerinnen, zwischen interessierter Zuhörerschaft es schaffen, so etwas wie einen Grundbasiskonsens zu formulieren, wo trotzdem, wie gesagt, Unterschiede bestehen bleiben. Jemand hat Tarina gesagt, die Demo morgen ist vielleicht ein Zeichen für diesen momentan erwachenden Zeitgeist. Da gehen auch ganz viele Gruppen mit, die möglicherweise sonst gar nicht miteinander kooperieren. Die strategische Allianz in dem Moment ist einfach zu zeigen, dass man nicht dulden möchte, dass dieser Raum, der irgendwann mal sich als pluraler Raum über die Zeit hin entwickelt hat, wieder verschlossen wird. Und hier denke ich, auch wenn wir hier nachher rausgehen, werden wir immer noch unsere Konflikte mit uns tragen. Und wir haben bestimmte Konflikte, die wir hier nicht angesprochen haben, die weiterhin bleiben. Es wurde einmal deutlich, dieser ganze Konflikt, wie artikuliert sich die Position von Muslimen und Jüdinnen zusammen in diesem Raum der zunehmenden Feindseligkeit in Europa. Aber eine andere Person hat hier gesagt, es sind ja auch innerhalb der Gruppen Feindseligkeiten. Also es ist nicht so, dass wir das alles überwinden können, aber wir können trotzdem strategisch koalieren, weil der Feind steht gerade noch mal weiter und deutlicher vor uns. Und ich denke, das hier ist ein Anfang, um Ihnen allen offen zu zeigen, in welchen Debatten wir uns gerade befinden. Und ich war auch aufgeregt, weil alle die nicht wissen, worüber wir diskutieren, wenn wir über Islamophobie und antimuslimischen Rassismus sprechen, neigen sehr oft dazu zu denken, das ist eine geschlossene Debatte. Und ich glaube, die letzten beiden Tage haben sehr deutlich gezeigt, wie alle Kolleginnen, die dazu forschen, mit einer sehr weiten Perspektive auf Verschränkung von Rassismus, Antisemitismus, LGBT-Feindlichkeit und so weiter forschen
und dass das nicht ein Show-off ist, sondern dass wir uns genau mit diesen Fragen auseinandersetzen, wenn wir sie heute und in dieser Konferenz partiell mit antimuslimischem Rassismus benennen oder adressieren. Und das fand ich, ist wichtig, dass Sie das auch für sich mitnehmen, und ich glaube, das ist auch das Signal, was wir nach außen senden wollen. In Österreich würde man sagen, die Deutschen würden jetzt aufhören. Ganz einfach, weil die Zeit gekommen ist. Ich mache das jetzt wienerisch, und die Wiener sind alle ein bisschen gemütlicher, heißt es in den positiven Stereotypen, die uns zugeschrieben werden. Und von daher möchte ich noch eine zweite Runde erlauben für mehr Partizipation ihrerseits. Und ich sehe auch schon hinten zwei Hände und sollte eine dritte Hand hier noch. Und eine vierte Hand hier noch, und ich würde sagen, das sind dann die letzten vier Fragen, die wir noch sammeln, und damit ist dann tatsächlich auch für den Österreicher Schluss. Danke. Okay, dann fange ich mal an, die zweite Runde. Vielen Dank für die Beiträge und für die gesamte Tagung, und auch vielen Dank an das Jüdische Museum für die Gastfreundschaft, und ich finde, also meine Frage geht in diese Richtung. Also die Einladung des Jüdischen Museums ist wirklich außerordentlich in den Zeiten, in denen wir gerade leben. Die Beobachtung, die ich mache und die mich sehr frustriert, die ich mit den Panelistinnen, aber auch mit dem Publikum teilen möchte und fragen möchte, wie wir damit umgehen können, ist die Teile- und Herrsche-Politik, die wir beobachten können, wenn wir innerhalb der Community schauen, wie verschiedene Gruppen und Menschen miteinander umgehen, also natürlich unter dem Stichwort Islamophobie. Wir haben heute gehört, dass Islamophobie ein Ausdruck ist oder so gelesen werden kann, der einer Krise des Europäischsein oder des Weißsein. Und ich frage mich, ob ein Teil oder ein Weg, um diese Krise zu beheben oder zu umgehen, ist, dass die herrschenden oder die hegemonialen Positionen anfangen, ihre Feindseligkeiten, ihre Ausschluss- und Unterdrückungsmechanismen auf uns zu übertragen und wir sie internalisieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meine eigene muslimische Community schaue und sehe, dass es antischwarzen Rassismus gibt, auch mit unseren eigenen Geschwistern. Oder wenn ich in meine muslimische Community schaue und sehe, es gibt Spannungen, um es milde auszudrücken, zwischen kurdischen und türkischen Geschwistern, dann frustriert mich das enorm, und ich sehe dann, dass es einige Leute gibt oder einige Momente, wo man sich wegwendet und dann hinwendet zur hegemonialen Position und eben dieses Phänomen sichtbar wird des guten und des schlechten Muslim. Und ich weiß schon gar nicht mehr, um ehrlich zu sein, weiß ich schon gar nicht mehr, wie ich über Islamophobie sprechen soll, wie ich mich darüber ausdrücken und dagegen organisieren soll, ohne bei diesem Spiel mitzumachen, was ich nicht auf der Bühne unter dem White Colonial Gaze spielen möchte. Und ich wollte fragen, machen Sie diese Observationen? Kennen Sie diese Frustration? Wie kann man damit umgehen? In Ihrer Perspektive, der Staat als Verbündeter gegen antimuslimischen Rassismus funktioniert, und wie sehr er eigentlich als Bedrohung oder als gewalttätiges Regime teilweise, also ich meine auch gerade, wenn es um Geflüchtete geht etc., fungiert. Und das schließt sich auch ein bisschen so an die Sicherheitsdebatten, die wir vorher hatten. Polizeigesetz in Bayern. Also es gibt viele konkrete Dinge, die unsere Freiheiten als Bürger und als Menschen bedrohen. Und ich habe mich nur gefragt, wie sehr ist der Staat ein Verbündeter oder eben nicht. Okay. Das Gegenteil. Es gab in dieser Ecke, glaube ich, auch noch eine dritte Frage. Ja, wunderbar. Und dann gehen wir nach vorne zum vierten. Dankeschön für diese komplette Veranstaltung. Meine Frage ist relativ einfach. Also ich wollte fragen, im akademischen Bereich, können Sie vielleicht irgendwelche
Hinweise darauf geben, wie man den Islamophobie-Begriff, der ja vielfältig genutzt wird, oder also korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre. Ich habe den Eindruck, auf der einen Seite gibt es den Islamophobie-Begriff als real messbarer antimuslimischer Rassismus, also diese Objektive, was Sie auch vorhin gezeigt haben, die Statistiken, die Angriffe etc. Aber auf der anderen Seite gibt es das auch als das sogenannte Opfernarrativ, das entweder tatsächlich genutzt wird, um Kritik am Islam oder an Muslimen zu delegitimieren, andererseits eben auf, als Fremdzuschreibung, als der sogenannte Opfernarrativ vorgeworfen wird anderen, als sozusagen, ach ja, du versteckst dich jetzt hinter dieser Islamophobie-Karte ungefähr. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das sozusagen auseinander zu klamüsern? Weil ich habe den Eindruck, allein an Begriffen lässt sich das nicht festmachen. Okay, danke schön. Und zu guter Letzt, last but not least, ganz vorne hier auf der rechten Seite. Danke schön. Ja, danke schön. Ich würde gern ganz kurz mit was Persönlichem anfangen und dann zu Ende mit der konkreten Frage an das Panel, die quasi zu dieser Frage überleitet. Und zwar, wenn ich darüber nachdenke, was für mich Living with Islamophobia bedeutet im Rahmen dieser Konferenz, dann ist es immer wieder daran erinnert zu werden, in was für einer Bubble ich lebe. Und ich rede dann nicht nur von einer akademischen Bubble, sondern ich rede auch von einer sich als antirassistisch verstehenden Bubble, die dann in diesen Räumen zum Beispiel unglaublich wichtiges, zentrales Wissen produziert, aus den USA, aus Großbritannien, aus Kanada, was mich unglaublich stärkt, wo ich denke, wow, wenn immer mehr Menschen das wissen würden, was in diesem Raum auch produziert wird, was wäre das dann für eine Gesellschaft, um dann im nächsten Moment Mikroaggressionen ausgesetzt zu werden, Abwehrmechanismen mit durchzogen von rassistischen Codes und das anhören zu müssen. Das ist für mich Living with Islamophobia, bei einer Konferenz zu Living with Islamophobia ihn anhören zu müssen, diesen Rassismus, und nichts dagegen machen zu können. Ich muss ihn hören. Living with Islamophobia bedeutet auch für mich, persönlich zu wissen, ich kann den antimuslimischen Rassismus definieren, auseinandernehmen, seine Rassifizierung erläutern und bin Opfer einer Superpower, vielleicht einer sehr schlechten Superpower, nämlich die Kraft zu wissen, was morgen passiert, nämlich das, was mir auch gestern passiert ist. Meine Frage, die ich also habe, ist, wenn wir uns anhören, was die Speakerinnen und Speaker aus den USA, englisches Wort, geht das Wort? Jedenfalls aus den USA und Großbritannien und Kanada erzählt haben, inwiefern ist das vergleichbar mit der Situation von Deutschland, wenn es hier um German Perspectives geht? Was können wir davon überhaupt mitnehmen und was ist eine ganz andere Situation, weil wir hier in einem sehr, sehr spezifischen Land leben, wie jedes Land spezifisch ist, aber wir dann doch den antimuslimischen Rassismus in ganz besonderen Ausprägungen hier erkennen können. Was hilft uns auch von dem, was wir gehört haben? Kann es Tell Mama geben in Deutschland? Kann es andere dieser Projekte und Perspektiven geben hier? Wenn dort, wie ich hörte, offensichtlich ist in den USA, wie Nasser Mil gesagt hat, er eher ein Verständnis auch hört, ja, es gibt einen Rassismus, aber was ist das Antimuslimische daran, frage ich mich, wir sind noch nicht mal an dem Punkt, dass anerkannt wird, dass es ein Rassismus in Deutschland ist, der sich gegen Muslime und als solche Markierte richtet. Okay, wunderbar. Dann möchte ich das Mikro geben an die Kolleginnen zur Abschließung. Ich fange mal an. Allein die Unterscheidung, die gängig ist zwischen Deutschen und Muslimen, ist an sich schon ein Merkmal für antimuslimischen Rassismus. Und die setzt sich durch als eine Haltung, die weit verbreitet ist. Wenn wir im Bertelsmann Religionsmonitor für Deutschland feststellen, dass 3/4 der Befragten der Meinung sind, der Islam passt nicht in die westliche Welt. Oder wenn wir in einer Untersuchung des BIM vor kurzem feststellen konnten, dass zum Beispiel 38% der dort befragten Lehrer und Lehrerinnen der Meinung sind, dass jemand, der ein Kopftuch trägt, nicht deutsch sein kann, womit ich nicht Kopftuch tragen und ist muslimisch sein gleichsetzen möchte. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, aber das ist eben dieses zum Symbol geronnene Merkmal, das quasi die Muslima für die öffentliche Wahrnehmung ausmacht.
Wir haben eine, wie ich finde, entwürdigende Debatte, in der sich die Demokratie selbst entwürdigt, über die Frage, gehört der Islam zu Deutschland, gehören Muslime zu Deutschland, da wird das in den höchsten politischen Positionen von Bundespräsidenten, von Kanzlerinnen, von Vorsitzenden von Parteien an der Semantik gearbeitet, inwiefern Islam und Muslime das Gleiche ist oder was anderes ist und was ist mehr und was ist weniger. Das ist ein Schachern darum, wie weit muss ich mich öffnen oder kann ich das auf der individuellen Ebene des Muslims sehen oder muss ich es auf der Ebene einer, ja, wir hatten das heute auch schon aus den Beiträgen, eigentlich in Frage gestellten Religion, im Sinne von, ist es überhaupt eine Religion, ist das nicht eine politische Ideologie? Diese Diskurse bestimmen den Alltag hier in Deutschland, diese politischen Diskurse. Und wenn dann, das ist vorhin ja gesagt, angefragt worden, jemand wie Maaßen einfach weiterhin in hohen Ämtern bleibt und dazu im Grunde genommen kein wirklich hörbarer, massiver Aufschrei durch die gesamte politische Elite in Deutschland geht, wenn es hingenommen wird und sogar von denjenigen Kreisen, die sich eigentlich als gesellschaftskritisch und als sozial selbst markieren, dann ist das alles etwas, was Vertrauen maßgeblich und massiv erschüttert und dass die Erkenntnis in das Wirken des NSU über 10 Jahre ist eine Schockwelle, die sozusagen immer wieder, wenn man drüber nachdenkt, einen erschüttert und nachwirkt. Und ich bin der Meinung, dass wir hier ein Problem haben, das sehr breit in der Gesellschaft, aber eben auch in den politischen Eliten verankert ist. Und das zurzeit, dazu habe ich keine aktuelle Umfrage vorliegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Sicherheitsgefühl quasi täglich von Menschen, die als Muslime markiert werden oder selbst sich als Muslime auch verstehen, das Sicherheitsgefühl schwindet. Und von daher fand ich diese Beiträge aus den Ländern, an den anderen Ländern, die deutlich machen, wie das funktioniert, das Othering, die Zuweisung der Nichtzugehörigkeit und nochmal auch der Hinweis darauf, dass Europa sich sehr stark darüber versucht zu konstituieren, als Raum darzustellen und zu stärken, sozusagen sowas wie eine Identität angesichts eines Nicht-Dazugehörigen, quasi als Gegenentwurf formulierten Islam, fand ich sehr gut zu sehen, wie dieser theoretische Zugang auch in Großbritannien, in Kanada, in den USA weiter erarbeitet wird und gestärkt wird. Und ich glaube, dass wir hier viele gute Impulse bekommen haben, unsere, wie du schon sagtest, sehr stark auf so Umfrageergebnisse ausgerichtete, auf quantitative Perspektiven, auf Haltungen, Einstellungen, das hast du auch gerade gesagt, ausgerichtete Arbeit nochmal viel stärker auf dieses andere Level zu heben. Ja. Teile Herrsche, Internalisierung, Staat als Verbündeter und German Perspectives würde ich, glaube ich, gerne zusammenfassen. Also 3 der 4 Beiträge, das der Islamophobie, glaube ich, überlasse ich lieber dir, Michael, weil das nicht mein Begriff und mein... ich muss ja nicht auf alles antworten. Also jedenfalls habe ich überlegt, während die Frage formuliert ist zum Thema Teile und Herrsche, Internalisierung hegemonialer Diskurse, die Spannungen und Differenzen innerhalb der Community, ob das nicht auch eine Frage nach einem Hauptwiderspruch ist sozusagen. Also wieso ist das eine Internalisierung, wenn es innerhalb der muslimischen Communities, wie überall sonst in der Gesellschaft auch, Homo- und Transphobie gibt, Antisemitismus gibt, Sexismus gibt und so weiter. Es ist eher eine Gleichzeitigkeit und eine Verschränkung von vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen Verhältnissen, von vielen unterschiedlichen
machtförmigen Diskursen und so weiter. Aber ich würde das nicht unbedingt als eine Internalisierung. Manches ist Internalisierung, also das bürgerliche Familienideal zum Beispiel oder in vielen ehemaligen Kolonien, die homophobe und transphobe Gesetze haben. Die sind mit dem Kolonialismus dort eingeführt worden. Also von daher hat die Frage schon auch was für sich. Aber ich glaube, ich würde das nicht so sehr ich persönlich als ein innerhalb der Community, sondern als ein, gut, mir schoss der Begriff des strategischen Essentialismus durch den Kopf, also dass wir unterschiedliche Koalitionen in unterschiedlichen Kontexten und ich selbst begreife mich nicht als Teil der einen Community, sondern ich kooperiere zu ganz vielen verschiedenen Themen mit ganz vielen unterschiedlichen auch Communities und ich sehe, dass das aber viele Communities auch tun. Also wir haben ja im Laufe des Tages heute, wir hatten gestern, wir hatten ja auch einige Verbandsvertreter hier aus dem Publikum, die gesprochen haben und die sehr wohl gesagt haben, wir kümmern uns zum Beispiel um Homophobie und Antisemitismus innerhalb unserer Community. Also von daher war mir das so ein bisschen zu pessimistisch oder zu sehr die Schuld auf die eigenen Schultern und so weiter nehmen. Das sind alles gesellschaftliche Diskurse, sind alle gleichzeitig da. Sie finden teilweise verschiedene Formen und verschiedene Orte und wir müssen sie alle und alle gleichzeitig und überall angehen und eben Koalitionen und eben teilweise auch sehr verschiedene Koalitionen eingehen, weil das eben diese Gesellschaft formt und wir darin leben und sie ja auch irgendwie gastlicher machen wollen. Und da bin ich beim Thema Staat als Verbündeter, habe ich mir als Stichwort aufgeschrieben. Das ist genau dieser strategische Umgang auch mit Koalitionen. Wir leben zumindest in der Bundesrepublik und in den anderen Ländern, aus denen hier heute berichtet worden ist, in Gesellschaften, die an sich selber den Anspruch haben, bestimmte Standards von sozialer Gerechtigkeit, von Menschenrechten, von ich weiß nicht was noch alles zu verwirklicht zu haben. Wir wissen gleichzeitig, dass es so etwas wie einen Racial Capitalism gibt, wie ein Whiteness als Konzept dieser Gesellschaft, wie Europa, das sich immer noch versucht irgendwie rein hinzukriegen und da schon von Anfang an scheitert und so weiter. Das heißt, wir haben ganz viele Dinge gleichzeitig und widersprüchlich und ich glaube, es bleibt uns nichts anderes, als zu versuchen, immer wieder mit allen Akteuren, gut, nicht mit allen, es gibt natürlich Grenzen, aber auch diejenigen, die zumindest den Anspruch auf den Lippen führen, soziale Gerechtigkeit herstellen zu wollen, sie auch in die Verantwortung zu nehmen. Und ich denke, im Zusammenhang mit Muslimen, also jetzt tatsächlich mit muslimischen Verbänden, haben wir jetzt hier auf dem Podium gar nicht drüber gesprochen, ja auch eine Erfahrung mit Racial Profiling, die in Deutschland nicht nur was die Fluggastdaten, also das Gesetz für die zur Sammlung von Fluggastdaten, das jetzt ab Mitte diesen Jahres Gesetz ist, das viele gar nicht wissen, sondern wir haben auch noch andere Formen. Wir hatten den Muslimtest zum Beispiel vor 10 Jahren. Wir hatten bei der politisch motivierten Kriminalität die Gefährderkategorie. Wir hatten eine Rasterfahndung flächendeckend in muslimischen Communities. Wir hatten in Niedersachsen flächendeckende Kontrollen in Moscheen, verdachtsunabhängige Kontrollen. Wir haben so viel Racial Profiling im Zusammenhang mit Muslimen, die aber viele von denen abgeschafft worden sind, gerade weil der Staat in die Pflicht genommen worden ist, argumentiert worden ist und so weiter. Also von daher, der NSU-Komplex ist ein Komplex, das ist nicht nur ein Trio, sondern da ist, hat es sehr viele Verstrickungen gegeben. Trotzdem müssen wir sprechen und müssen verhandeln. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig. Und da wären wir bei den German Perspectives. Wir sind weit zurück. Wir sind in der Rassismusforschung insgesamt weit zurück. Deutschland fängt jetzt erst an, überhaupt wahrzunehmen, dass es einen deutschen Kolonialismus gegeben hat.
Erst in den 80er Jahren ist anerkannt worden, dass im Nationalsozialismus Sinti und Roma aus rassistischen Gründen diskriminiert worden sind, Jahrzehnte nach dem Ende des Genozids. Also wir sind in der nachholenden Entwicklung, aber auch hier bleibt uns nichts anderes, als weiterzumachen und uns Unterstützung zu holen. Allerdings würde ich auch noch mal, um nicht in Frustration, ich habe dich im Ohr noch, Naika, zu verharren, haben wir natürlich auch bestimmte Gäste eingeladen aus Kanada, aus den USA und aus Großbritannien. Es gibt dort auch ein Reden von Islamophobie als eine Einstellung, als eine Panik, die zusammenhängt mit den Aktionen von Muslimen. Die haben wir nicht eingeladen. Das war nicht unsere Perspektive, das waren nicht die Kollegen und Kolleginnen, mit denen wir hier diskutieren wollten. Also insofern, und ich glaube, eine Kollegin aus Kanada hat auch ihren Beitrag damit angefangen, dass sie gesagt hat, Kanada ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Sie hat es in einem anderen Bild gesagt. Aber ich glaube, das ist für uns auch nochmal wichtig. Wir sind bald zurück, aber wir machen diese Konferenz hier mit dem Hintergrund von zwei Hochschulen, von dem Rat für Migration und mit dem Jüdischen Museum. Und das wäre, glaube ich, vor 5 Jahren noch nicht möglich gewesen in Deutschland. Ich nehme jetzt aber trotzdem in der Tat noch eine deprimierende Erkenntnis mit, nämlich, dass wir natürlich von den Kolleginnen und Kollegen, die heute hier waren, leider gehört haben, dass es bei Ihnen offensichtlich genauso ist. Ja? Und obwohl wir auf Kanada lange Jahre geschaut haben, auf viele Länder, auf die wir geschaut haben, ehrlich gesagt, früher, UK, Frankreich, die Niederlande, das waren früher die Länder, auf die wir von Deutschland aus geschaut haben und gesagt haben, die haben das Konzept, ein Einwanderungsland zu sein, schon viel mehr verinnerlicht. Die haben Diversität und Pluralität und Minderheitenrechte schon ausgehandelt. Guck mal, da war schon sehr viel früher jemand Politiker, der schwarz war oder muslimisch war oder sonst irgendwas. Alles das haben wir gesehen und mussten dann trotzdem vor unseren Augen erkennen, dass in diesen Ländern schon sehr viel länger dezidiert muslimfeindliche Parteien im parlamentarischen Spektrum sind. Und insofern ist das vielleicht ein analytischer Moment, den wir jetzt noch nicht leisten können, den wir erstmal mitnehmen müssen, wo wir dann gemeinsam uns nochmal hinsetzen müssen und nicht in die depressive Situation kommen müssen, zu sagen, oh mein Gott, wenn selbst die nichts ändern können, können wir hier erst recht nichts ändern in Deutschland. Manchmal gibt es auch diesen deutschen Abschaubermoment, dass man sehr viel später mit bestimmten Dingen anfängt und dann kurz drüber guckt und sieht, was haben die denn für Fehler gemacht, die machen wir jetzt mal nicht. Dafür müssten wir aber wahrscheinlich alle nochmal zusammenkommen und das Ganze dann wirklich aus dem akademischen Spektrum gedanklich in Policy und Strategien für uns umgießen. Das wäre vielleicht etwas, was uns weiterbringen würde, sehr stark, dass wir aus dieser komparativen Perspektive mitnehmen können. In jedem Fall haben wir, glaube ich, alle verstanden, dass mit zunehmender Integration, egal von welchen Teilen der Gesellschaften, der Rassismus nicht abnimmt. Das ist, glaube ich, ein Mythos, der lange in diesen Gesellschaften platziert war. Das liegt alles an den Gemüseverkäufern. Die schaffen es einfach nicht richtig, Deutsch zu lernen. Und man erkennt, dass sobald die Räume sich öffnen und Personen da reingehen, die eben vermeintlich alle Kriterien erfüllen, die ein Gütesiegel für Integration wären, die Debatten in dieser Gesellschaft noch stärker und noch schärfer geführt werden. Insofern ist das wirklich eine soziologische Frage, die wir uns stellen können. Geht es hier um Verteilungskonflikte? Werden die zunehmen? Schafft es keiner unserer Denker, Ökonomien außerhalb eines Nullsummenspieles zu denken? Wenn der den Job kriegt oder wenn die Frau den Job kriegt, kriegt zwangsläufig der Mann den Job nicht. Also so weit sind wir noch nicht. Wir denken immer in diesem 1:1 gegeneinander ausgespielt, ökonomisch vor allen Dingen. Ich glaube, dass vor uns allen eine Zeit liegt, stellen wir auch fest, dass es
ganz große Umwälzungen in Gedanken gibt, dass wir alle noch nicht mal so weit sind, die Fragen zu kennen, die wir uns in den nächsten 5 Jahren stellen werden, oder die Fragen tauchen zumindest schon so langsam auf, und dass das auch so ein bisschen mit in die große Debatte unserer Zeit geht, die von USA bis Kanada bis hier überall geführt wird, diese Frage nach Identitätspolitik oder egalitärer Politik. Wo wollen wir hin? Welche Strategien brauchen wir dafür? Machen wir unsere Communities sichtbar und sprechfähig? Wenn wir sie sichtbar und sprechfähig machen, stellen wir sie im Grunde genommen aus. Wenn wir sie ausstellen, können wir im nächsten Moment nicht kommen und sagen, sprich mich nicht an und sag mir, warum ich so gut Deutsch spreche. Also im Grunde genommen, wir kommen in diesem Selbstmarkierung als Strategie und auf der anderen Seite bleiben wir verhaftet mit dem Wunsch nach Nichtmarkierung. Alle diese Dilemmata, die uns betreffen, machen die Gesellschaft unübersichtlich. Sie machen sie unübersichtlich, und Menschen sind sehr stark gewohnt daran, in binären Codes zu denken, nicht nur in binären Codes von Frau und Mann, sondern auch Migrant und Nicht-Migrant, Jude und Muslim, Ossi und Wessi und so weiter. Und wir merken, dass der Aufruf in den Raum hinein, der schon länger kommt, vielleicht über die multikulturelle Politik gestartet ist, über Superdiversität ausgeweitet wurde und über Hybridisierung irgendwann mal als totale Nichtdefinition geendet ist, dass manche Menschen das können, damit mitgehen, das zuhören, trotzdem in Konflikte geraten, und andere das total abwehren und die neue Binarität so zugenommen hat, dass wir fast von einer neuen Bipolarität sprechen können. Das ist auch etwas, was gleichzeitig passiert, und ich persönlich glaube, dass es da auch um wer gewinnt am Ende des Tages geht. Wer gewinnt diese Position, wer gewinnt diesen gesellschaftlichen Kampf? Und insofern glaube ich, um das, was du noch gesagt hast, was mache ich eigentlich damit, dass ich empowernde Räume habe, aber im nächsten Moment trotzdem damit konfrontiert bin, dann nehme ich das auf, was Jasmin Seh eben gesagt hat, Resilienz, Hope and Resilience. Manchmal haben die Engländer und die Englischen auch noch so schöne Worte, die sie also Hope and Resilience, wenn wir das hier sagen, klingt das so ultrapathetisch, das kriegen wir gar nicht so, also sagen wir es mal lieber auf Englisch, genauso wie die Kanadier Truth and Reconciliation Procedures haben, also Wahrheits- und Versöhnungskommission, finde ich auch sehr schön, könnten wir auch drüber nachdenken, ob das einer der Prozesse ist. Aber ich glaube, dieses Resilienz, das geschieht dann auch, wenn man weiß, es gibt diese Räume, und Resilienz, natürlich jeder von uns hat auch seine eigenen Räume, Frauen, Freundinnen, Muslimen, Communities, wie auch immer, wir gehen dann zurück, aber die Power, glaube ich, die große, die wir jetzt erkennen müssen, wir gehen in diese Räume, kommen mit noch mehr Power zurück und holen noch mehr Leute ab. Ich glaube, das ist jetzt das, womit ich eigentlich möchte, dass wir heute hier alle rausgehen. Nehmt die Power mit, wir nehmen sie auf jeden Fall. Wunderbar, das war ein wunderschönes Abschlusswort, aber zum Abschluss kommt noch was anderes, deswegen möchte ich auch noch, dass Sie sich gedulden für 2-3 Minuten. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für das wunderbare Podium, auch für das Mitwirken aller Gäste, die hier versammelt sind und bis so spät heute noch geblieben sind. Wie man merkt, haben sehr viele Leute hier Power mitgenommen, und ich hoffe, dass das auch irgendwo sich manifestiert in den Aktivitäten, die eine jede Person von uns als Einzelperson und in Institutionen nachgeht und verfolgt. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal auch bedanken an die Veranstalterinnen und Veranstalter, und darf auch die Programmdirektorin nochmal bitten, dass sie kurz auf die Bühne kommt, um ein paar abschließende Worte an uns zu richten. Dankeschön. I shall do it in English because our translators are already in their overtime. I have to apologize. I have to apologize because I was coughing the whole time. And I felt so embarrassed. And it was not part of a theoretical performance, but I have this bronchitis. So it's. But I also want to apologize, and maybe I'm feeling a bit frustrated that although I was flattered when it was mentioned and the museum was thanked that
we are the hosts of this conference, and that this is so exceptional. That makes me a bit sad, because I think a Jewish museum should be such a space. And it's my definition of what a Jewish museum should be all about. Or more in general. And especially a Jewish museum in Germany. But it's also because I strongly believe that a museum should create spaces. And this is sort of a civic public space. Unfortunately, because we are the Jewish Museum, you sort of have to enter via security. It's not a sort of agora or a forum where you go to, where you meet people, where you exchange things, where you can sort of debate, deconstruct, glue back together concepts, ideas, beauty. And I believe that museums should be and should become more of those spaces, spaces of dialogue, spaces of interaction, spaces of multi-perspectivity. And I believe we did that today. And I learned a lot since it's not my field. And I was touched. Also emotionally, I must say, especially when interviews, the whole oral stories were being shown. And of course you have to be very careful of making historical comparisons because it's too one-dimensional and everything is always so much more complex. But there was this bell ringing in my head. And again, then I'm saying we are a Jewish museum here in Berlin. Let's talk about Islamophobia in this context. And I hope other museums jump in, and I hope this enormous interesting dialogue and strategic alliances between university, a museum, and other NGOs could create a form of activism, because we need to become much more activist. And you will not see it on our Facebook sites because museums are neutral, as we all know. But although I have a bronchitis, I will be going to the demonstration tomorrow because Onteilbaar is something that we need and that I, as the program director of this, I'm getting a bit emotional, I notice. It's not part of the rhetoric, it's genuine. I'm going to walk there, and I hope I'll see many of you there. And I hope for all those of you who have never been in this museum before, or if you have been and not been here for a while, do join, do come, because we need you as our community more than ever before in these times of disruption. Thank you very much. I wish you all a very good weekend, or as you say in Hebrew, Shabbat Shalom, and hope to see you all very, very soon. And thank you so much for doing this together, and also Yasemin and the colleagues of the Academy program, my colleagues of the museum. Thank you so much. I'm very proud that you are my colleagues. Thank you.